Etüden von Chopin, himmlisch schöne Musik. Diese Etüden werden in Konzerten gespielt und auch zu Hause musiziert. Große Virtuosen, Klavierstudenten, alle Klaviermusikliebhaber spielen gerne diese Werke. Die Musik erzählt sehr viel. Jede Etüde richtig wie eine Erzählung, wie eine musikalische Dichtung. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Chopin diese Komposition eben als Etüden gedacht hat, als Etüden herausgeben ließ und meinte damit, dass man mit jeder Etüde viel lernen kann, mit jeder Etüde die Elemente der Klavierspieltechnik entwickeln kann, dass man viele klavierspieltechnische Ziele setzen muss und eben sich entwickeln muss. Es gibt natürlich sehr viele klavierspieltechnische Komponenten, unendlich viel. Fingerfertigkeit, Kraft der Finger, Freiheit beim Spielen, Handgelenkfreiheit, Oktaven, Doppeltöne, Terzen, Oktaven, Sechsten, es gibt unendlich viel. Man muss aber, wenn man die Etüden von Chopin spielt und lernt, man muss immer nachdenken, was Chopin mit jeder Etüde gemeint hat, welche Komponenten der Klavierspieltechnik er meinte. Wofür, wenn man so sagen darf, wofür wäre jede Etüde? Und wenn man diese Fragen beantworten kann, kann man sehr produktiv arbeiten und Etüden schnell lernen. Und das wird bestimmt helfen, auch wenn man andere Kompositionen, große Konzerte oder Sonaten oder Masuren, Walzer und alle andere Kompositionen von Chopin spielt und nicht nur von Chopin bestimmt. Wenn wir über die Lernziele in Etüden von Chopin sprechen, möchte ich sagen, dass einige Lernziele für alle Etüden wichtig sind. Außerdem, in jeder Etüde gibt es noch einige Lernziele, einige wichtige Elemente, die man eben mit dieser Etüde entwickeln kann. Und wie ich sagte schon, man muss aber sehr genau analysieren und sehr genau die Antworten suchen, was Chopin mit dieser Komposition technisch gesehen, aus technischer Sicht gemeint hat. Zu diesen allgemeinen Lernzielen würde ich jetzt zuerst zwei nennen. Als erstes die singende Verbindung zwischen den Tönen beim Spielen. Das Legato-Spiel, Bel canto am Klavier, war für Chopin unglaublich wichtig. Und das ist sehr interessant, dass in seinen 24 Etüden, es gibt zwei Hefte, Opus 10, 12 Etüden und Opus 25, 12 Etüden. Und in diesen 24 Etüden, drei sind langsam. Die Frage, warum? Eigentlich, wir denken, etüdtechnische Perfektion oder jede Etüde stellt technische Ziele und dann plötzlich langsame Tempi, singende Musik. Meiner Meinung nach war für Chopin die Kunst des Singens am Klavier, die Kunst des Singens mit den Fingern und Entwicklung des Hörens nicht weniger wichtig als Virtuosität und Fingerfertigkeit. Zu den langsamen Etüden gehören schon in Opus 10 zwei Etüden. Opus 10 Nummer 3, diese Etüde. Thank you.
wunderbare Etüde. Man hat das Gefühl, dass diese Musik von Streicher, von einem Streichquartett gespielt wäre. Und dann spielen alle Streicher wirklich Legato mit singenden Bögen und mit Vibrato. Und dann entsteht eben so eine besondere vierstimmige Komposition, die immer weiterkommt und jede Stimme eigene Linie hat. Oder nächste langsame Etüde, Opus 10, Nummer 6. Ganz spannende, mysteriöse Musik. Und ich habe das Gefühl, dass Chopin hier eben an Gesang, an Portamento-Gesang gedacht hat. Wenn die Sänger Portamento singen, dann wird gemeint, dass Übergang von einem Ton zu dem anderen so gleitend ist. Also das ist richtig super Legato. Und hier hören wir genau so eine Melodieführung. Und nicht nur Melodie, auch die anderen Stimmen, die auch man mit Streicher vergleichen könnte, aber auch die anderen Stimmen singen so Portamento-mäßig. Sehr legatissimo. Chopin schreibt auch hier in diese Etüde als Hinweis, gleich im ersten Takt, sempre legatissimo, und außerdem schreibt er con molto espression. Ich denke, dass dieses sempre legatissimo kann man erreichen, wenn man eine besondere Spieltechnik anwendet, dass man einen Ton noch spielt, noch ist der Finger an der Taste. Und schon nächster Finger beginnt, nächste Taste zu nehmen. Das wäre ein Schritt in die Richtung, wie man diese Idee realisieren kann. Und außerdem, die langen Töne muss man lernen, sehr lang zu hören, die ganze Zeit. Und immer jedem langen Ton die Richtung geben. Man kann hören, ich verlängere die Töne, ich steuere die Taste so, dass der Ton nicht plötzlich stehen bleibt. Wenn ich nichts tue, wäre es so. Der Ton einfach geht, die Minuende, und verschwindet. Aber ich versuche, den Ton zu bewegen, so als ob ich Violine spielen würde oder ob ich singen würde. Das sind zwei langsame Etüden in Opus 10, die unbedingt legatissimo, sempre legatissimo gespielt werden müssen. Aber nicht nur langsame Etüden meinte Chopin legato. Mit legato, nicht nur bei langsamen Etüden schreibt Chopin legato. Schon in seiner ersten Etüde, Opus 10 Nummer 1, diese, da schreibt er auch schon als erster Hinweis legato und meint bestimmt damit, dass jeder Ton mit dem nächsten gebunden werden muss und dass wir eben lernen, alle Intervalle zu hören. Werden. Und das bedeutet auch sehr spezielle Technik, nicht so, wo jeder Finger einfach nach unten die Taste schlägt, sondern so die Taste nimmt, dass eben die Verbindung zu dem nächsten Ton möglich ist. Man kann sehr gut hören, wie jeder Ton zu dem nächsten führt. Oder die Etüde Opus 10 Nummer 2,
Unglaublich, unglaublich schöne Etüde, die, wenn man genau realisiert, das, was Chopin geschrieben hat, diese Stimme legatissimo, ja, so auch, jeder Finger nimmt die Taste so, dass auch die nächste, gleich der nächste Ton kommt. Und hier Pizzicato. Und dann hier auch Pizzicato, dann entsteht so eine ganz spannende, sehr aufregende Klangatmosphäre, so wie manchmal in manchen Liszt-Etüden oder in manchen Werken von Robert Schumann. Auch andere schnelle Etüden hat Chopin, in anderen Etüden hat Chopin Legato gewünscht, zum Beispiel Nummer 9, Opus 10, Nummer 9. Müssen eben gebunden gespielt werden. Opus 10, Nummer 10. Für mich sehr interessant ist die Etüde Opus 10, Nummer 12, die berühmte Revolutionsetüde. Ersten Takt für die linke Hand schreibt Chopin Legato. Und ich denke, sein Hinweis, Legato zu spielen, hat nicht nur technische, aber vor allem musikalische Bedeutung. Wenn wir hören sehr oft diese Etüde sehr virtuos, sehr dramatisch gespielt und klingt so wirkungsvoll und sehr emotionell. Ich glaube, Chopin hat hier etwas andere Emotionen gemeint. Wenn wir überlegen, wie die Melodien gebaut sind und aus welchen Intervallen die Melodie hier besteht, dann entdecken wir sofort diese kleine Sekunde nach unten gehen und dann. Sehr oft, wenn Chopin tragische Themen schreibt, nutzt er eben diese kleinen Sekunden. Zum Beispiel, ja, sofort sehr bittere Intonation, schmerzvolle Intonation. Oder in vierte Ballade, ja, so eine sehr tragische, sehr traurige Erzählung. Und dann, wenn ich denke, dass diese Revolutionsetüde so komponiert ist, dann entscheide ich mich nicht nur dramatisch zu spielen, aber auch mit großer Tragik diese Musik zu gestalten. Und dann verstehe ich, warum Chopin Legato hier schreibt. Alles muss singen, alles muss erzählen, balladenhaft, nicht nur oberflächlich dramatisch gespielt werden soll. Das ist ein bisschen zu diesem Lernziel, Legato zu spielen, gebunden zu spielen. Und diese Idee, dieses Lernziel für alle Etüden von Chopin gilt. Die andere Etüde, die meine Meinung, die andere Idee, anderes Lernziel, das für alle Etüden von Chopin wichtig wäre, meine Meinung nach, ist die richtige Arbeit der Handgelenke. Wir verstehen alle, wir wollen alle, dass die Handgelenke immer frei sind, dass die Handgelenke so atmend arbeiten. Übrigens, Chopin sagte, dass die Funktion der Handgelenke bei Pianisten vergleichbar wäre mit der Funktion des Atmens bei den Sängern. So wichtig für ihn auch das war.
Und gut, wir wollen das Handgelenk wie eine Hängebrücke, wie eine Verbindung zwischen dem Arm und der Hand ist. Und dieser Gedanke, dass hier immer frei ist und sich bewegt, falls nötig, war nicht immer so. Es gab die Schulen, es gab die Lehrer, Forscher, Penschezeit, die sagten, okay, Handgelenk muss ruhig bleiben, möglichst wenig bewegen, nur Finger bewegen. Und man legte hier sogar ein Geldstück und beim Spielen sollte ruhig bleiben und so weiter. Und ich denke, das wäre bestimmt nichts für Chopin, weil er die melodische Linien so geschrieben hat. Was wollen wir, wenn wir diese Etüde spielen? Dann geht nicht anders als Handgelenk ein bisschen in die Richtung der Melodie zu bewegen und damit die Finger unterstützen bei der Verbindung der Töne. Oder gleich die erste Etüde. Auch man gar nicht anders spielen kann. Vieles, also jede Melodie, die jetzt gerade, zum Beispiel aus der Scherzo Nummer 2. Oder Konzert Nummer 1. Dann geht nicht anders. Und so weiter. Alle Themen. Etüde Nummer 5 geht nicht anders als eben das mit dem beweglichen Handgelenk ist äußerst wichtig. Also diese zwei wichtige Lernziele sind bei allen Etüden immer da. Es gibt aber auch andere Lernziele, die wir jetzt, zu denen wir jetzt kommen. Und ich möchte das am Beispiel einer Etüde ein bisschen analysieren und zeigen, wie ich bei einem oder anderen Stück vorgehen würde. Ich habe jetzt ein bisschen mehr über die Revolutionsetüde, über die C-Moll-Etüde gesprochen. Und mit dieser Etüde korrespondiert sehr gut an die andere C-Moll-Etüde, Opus 25, Nummer 12. Wie würde ich diese Etüde lernen? Wie würde ich suchen, was Chopin mit dieser Etüde gemeint hat. Als erstes natürlich möchte ich meine Vorstellung entwickeln, wie die Musik klingen soll. Die musikalisch-interpretatorische Ideen als Fundament. Und dafür analysiere ich vor allem die Melodien oder was der Komponist melodisch, harmonisch und rhythmisch geschrieben hat. Aber lassen Sie uns erst die Melodien betrachten. Also Melodien. Ja, und wir haben sofort diese Sechsten, diese kleinen Sechsten nach oben und dann nach unten. Diese Intonation, Intervall, diese kleine Sechste, klingt für mich auch sehr schmerzvoll, auch tragisch. Ich erinnere mich sofort zum Beispiel am Beginn der ersten Klaviersonate von Schumann. Und bei Chopin. Dieselbe melancholische, sehr tragische Stimmung. Dann haben wir noch ein Element. Natürlich, wenn wir beide Hände hören und spielen, dann haben und dann die Modulation. Und wenn ich diese Melodie höre, wenn so ein Motiv höre, denke ich sofort an dieses Thema.
CH-Thema, Bach-Thema. Es ist bekannt, dass Bach der Lieblingskomponist von Chopin war. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er hier eben diese Intonation, dieses Thema so schreibt. Übrigens, nicht nur in diesem Werk hat er, meiner Meinung nach, an Bach gedacht, auch in seine ersten Etudes. Ja, ich denke, das ist auch Hommage an Bach. Wir kennen sehr gut das Präludium Nummer 1 aus dem wohltemperierten Klavier von Bach. Und Chopin schreibt diese erste Etüde und ja, klingt auch, als ob er Bach fast zitiert, als das ein Zitat wäre. Würde mich nicht wundern, wenn Chopin genau das gemeint hat. Und dann gibt es in dieser Etüde Opus 25 Nummer 12 noch ein melodisches Element, das. Also wir haben Arpeggio, wir haben das und eine Antwort. Es ist so traurig, so weinend, als ob der Engel da im Himmel mithört und mitweint. Und dann verstehe ich, dass wenn ich diese Musik interpretiere, darf es auf keinen Fall oberflächlich und dramatisch sein, sondern nur so, aber wirklich sehr tiefsinnig und sehr tragisch. Wenn so, dann denke ich, aha, das, was wir gerade besprochen haben, das Legato-Spiel, würde wirklich dazu passen, also nicht und viel bitte. Dafür entwickle ich oder muss ich besondere Spieltechnik einwenden, die ich auch dabei sehr stark entwickeln werde. Ich darf nicht mit den Fingern so schlagen. Ich denke, wenn man so übt, kommt man wirklich nicht zum Ziel, musikalisch bestimmt nicht, sondern man muss die Taste so nehmen, dass die Melodie, diese melodische Linie weitergeführt werden könnte, nicht nur in rechte Hand, auch linke Hand. Was bedeutet so nehmen, könnte man mich an der Stelle fragen. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, dass jeder Finger die Taste sehr schnell nimmt. Ja, eben nicht mit blockiertem Endgelenk am Finger, sondern am freien Endgelenk, aber unglaublich schnelles Nehmen. Diese Schnelligkeit des Nehmen trainiert man eben bei Chopin. Und man braucht diese singende Technik, und diese singende Technik ist möglich mit so einer Art der Klangproduktion sozusagen. Also das so nehmen, sofort entspannen und dem nächsten Finger geben. Und hören. Natürlich müssen auch Handgelenke die Finger unterstützen. Wenn wir so spielen, klingt unflexibel. Wenn wir so machen, natürlich, meiner Meinung nach, viel langsam üben. Es spielt keine Rolle, wenn man, man muss nicht zu früh anfangen, schnell zu spielen. Diese Idee, dass die Finger die Tasten schnell nehmen, macht hier alles. Man kann langsamer spielen, aber die Finger arbeiten sehr schnell. Und auch eine
besondere Idee von Chopin, wie ich glaube, so eine geheime Idee von Chopin, auch, dass diese Etüde eine Übung für die fünfte Finger und für die Daumen. Chopin wusste ganz genau, dass diese zwei Finger, 5 und 1, nicht so schnell greifen, normalerweise, wie die anderen Finger, 2, 3 und 4. Und er wollte eben, dass die Pianisten sich trainieren, schnell genommen und dem anderen Finger gegeben. Und wenn Melodie nach oben geht, geht das vom 5 zum 1. Und wenn zurück, dann 1 zu 5. Und umgekehrt bei linker Hand. Man muss natürlich viel üben, besonders von oben nach unten. Ich würde extra paar Mal so spielen, dann fühlt man sich viel sicherer, weil normalerweise anspielen das und dann die Schwierigkeiten beginnen, wenn man zurückkommt. Aber ich denke auch, dass man sehr kreativ sein darf und muss, wenn man solche wunderbare Etüden lernt, um schneller zu lernen und auch ein bisschen mehr Freude beim Üben zu haben. Zum Beispiel, man kann aus jeder Passage eine Übung machen. Wenn wir wissen, dass wir eben trainieren wollen 5-1, dann können wir einen Ton von jeder Seite noch dazu spielen. Alle Passagen so. Ich sagte, dass man viel langsam üben muss. Ich denke, das wäre auch im Sinne von Chopin. Und im langsamen Tempo können wir richtig alle Harmonien, die hier viel Spannung machen, auskosten. Können wir alle Harmonien hören? Zum Beispiel in Spannung und Chopin hat bewusst diese Dissonanzen geschrieben und wir müssen die erstmal mit unserem Hören entdecken und mit dem Legato-Spiel realisieren. Ja, sehr viele, viele Gedanken, wenn man solche Etüden, solche Schätze einfach anfasst, muss man sehr, ich würde sagen, sehr klug und mit großem Verstand machen. Und ich denke, wenn wir überlegen und immer wissen, was wir lernen, dann wenn wir diese Geheimnisse von Chopin und seine tiefsinnigen Ideen begreifen, werden diese Geheimnisse gelüftet und wir bekommen die Schlüssel zu seiner Musik. Und dann wird die Freude beim Musizieren noch größer.